Überall herrscht Begeisterung. Ich habe die ganze schwere Artillerie aus Versailles abfahren sehen. Die mit Blumen bedeckten Kanonen, die mit Blumensträußen herausgeputzten Kinder und auf einem Anhänger ein Richtungskanonier, ein Berufstenor, wie er mit beeindruckender Stimme die Marseillaise sang. Das muss man gesehen haben. Paris glänzte übrigens in aller Pracht während der Mobilmachung. Ich habe miese Fressen von Plattenbrüdern gesehen, die vor Rührung wie ausgewechselt waren und das Lied des Aufbruchs brüllten. In den Cafés spielten alle Musikgruppen die Marseillaise. Auf Wiedersehen, mein alter Pougon. Sonst höre ich gar nicht mehr auf. Tausend Grüße an deine Mutter, an deine Frau. Sag meiner Mutter, dass ich ihr morgen schreibe. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wir machen uns was aus für 1915! Ich weiß nur noch nicht wann! Oktober 1916. Mein lieber Alter, ich setze meinen Brief von letztens fort. Ich habe dir ja erzählt, was ich an diesem 24. Oktober erlebt habe. Aber es war mir daran gelegen, nachzusehen, wo sich das alles abgespielt hatte. Ich bin bis zu den ehemaligen Frontlinien gegangen. Ich habe nicht gewartet, bis schönes Wetter war. Ich bin ganz alleine um 6 Uhr früh dort hinaufgegangen. Es regnete leicht, ein echtes Verdun-Wetter. Ich wusste haargenau, welche Schwierigkeiten dort auf mich warten würden. Es ist eine kleine Weltreise, weißt du, wenn man nach Fleury hinauf will. Aber ich bedauere nicht, was ich dabei gesehen habe. Es ist sehr heruntergekommen. Du fällst nicht auf einen einzigen Schlag in die Hölle. Die Spuren von Natur sind noch bis 3 Kilometer von den Linien entfernt vorhanden. Und dann verschwindet das auf einmal. Kaum merklich. Um bloß noch den Eindruck von Wüste und Stille zu hinterlassen. Verdun, 23. November 1916. Ich liebe Verdun. Ich glaube, das habe ich dir schon einmal gesagt. Diese alte Stadt ganz in Ruinen, mit ihrer beeindruckenden Stille. Ich liebe es, dort Nachmittage zu verbringen. Ich habe ein paar ausgefallene Zeichnungen dieses besonderen Anblicks von hier angefertigt. Zahlreiche Zeichnungen, die ich übrigens alle nach Paris geschickt habe. Ich hoffe, später einmal eine Ausstellung mit meinen Zeichnungen von der Front zu machen. Es gibt in diesem Verdun völlig unerwartete Sujets, die wohlgeraten sind, um meine Kubistenseele zu erfreuen. Zum Beispiel entdeckst du einen Baum mit einem darauf liegenden Stuhl. Die sogenannten vernünftigen Leute werden dich als einen Verrückten beschimpfen, wenn du ihnen ein Bild nach dieser Art vorstellst. Und trotzdem braucht man nichts weiter zu tun, als abzuzeichnen. Verdun gestattet alle bildlichen Fantasien. Deshalb fühle ich mich dort so wohl.